Jetzt kommt's aber. Also, wir brauchen Computergehäuse, natürlich für den Roboter, aber wenn der Roboter zu komplex ist, kann die Elektronikwerkbank den Roboter nicht bauen. Okay, aber ich denke, das wird dann ja auch angezeigt, ob der gebaut werden kann oder nicht. Eine Vielfalt von Upgrades kann in Robotern verwendet werden, um ihre Funktion zu erweitern. Dazu zählen unter anderem das Inventar, der Inventarcontroller, Tank-Upgrades oder das Navigations-Upgrade. Upgrade und Kartencontainer können im Roboter platziert werden. Okay. Um flexiblen Einbau von Upgrades und Komponenten zu ermöglichen. Auch ein Diskettenlaufwerk kann eingebaut werden, um den Einsatz von Disketten zu ermöglichen. Damit kann OpenOS installiert werden. Möglich ist auch eine Installation auf eine Festplatte und den Einsatz dieser in den Roboter. Und dann kommen wir noch zum Serverschrank. What the fuck? Ja, das ist auch ein Fragezeichen. Oh, da. Dictionary-Eintrag nicht verfügbar, okay. Interessant, okay. Ein Serverschrank kann bis zu 4 Server enthalten. Ein Server ist ein höherstufiger Computer, welcher nur in einem Serverschrank laufen kann. Server können mit einer Fernbedienung ferngesteuert werden. Die Anzahl der Terminals, die gleichzeitig mit dem Server verbunden werden können, Komma, wird von der Stufe des Servers begrenzt. Kommt ein Komma hin. Der Abstand zum Server, bis zu dem das Terminal funktioniert, soll das ein Komma dann sein? Ich denke mal schon, oder? Ja, kann in der GUI des Serverschranks konfiguriert werden. Mehr Reichweite bedeutet mehr Energieverbrauch. Jeder Server in einem Serverschrank kann nur mit einer Seite des Schranks auf einmal kommunizieren oder mit gar keiner. Welche Seite ein Server abdeckt, Mann, Komma, kann in der GUI des Schranks konfiguriert werden. Mann, wenn da keine Komma sind, kann man das auch nicht so betonen, weil man das nicht sofort erkennt, aber ein Glück erkenne ich das. Es gilt zu beachten, da ist natürlich das Komma wieder richtig, dass die Richtungen jeweils aus Sicht des Schrankes zu sehen sind. Auf der Rückseite des Serverschranks sind die Seiten in anderen Himmelsrichtungen als auf der Vorderseite. Oh, okay. Serverschränke fungieren als Switches und Energieverteiler. Der Switch-Modus eines Serverschranks kann in einer GUI bearbeitet werden, wobei zwischen internen und externen Einstellungen unterschieden wird. Im externen Modus verhält sich der Serverschrank wie ein normaler Switch. Im internen Modus werden die Nachrichten nur zu anderen Servern weitergeleitet, aber nicht zu den Außenseiten des Schrankes. Server werden immer noch in der Lage sein, sich Nachrichten zuzusenden. Dadurch können Serverschränke erweiterte Switches sein, die Filter und Mapping-Operationen und mehr zur Verfügung stellen. Okay, also das haben wir zum Computer hier jetzt alles. Dann haben wir natürlich noch mehr. Was kommt denn jetzt? Hologrammprojektor. Ist es the real life? Ist es just fantasy? Alles klar. Der Hologrammprojektor ist ein 3D-Display. Das bedeutet, er stellt ein dreidimensionales Array von Voxeln bereit, die von einem Computer einzeln aktiviert oder deaktiviert werden können, oder? Deaktiviert können. Der Stufe 2 Projektor hat dieselbe Auflösung, unterstützt allerdings die Darstellung in drei verschiedenen Farben. Hologramme können an ihrer vertikalen Achse rotiert werden, wenn sie mit einem Schraubenschlüssel an ihrer Ober- oder Unterseite berührt werden. Dieser spart den Aufwand, diese Software-Seite zu realisieren. Hologramme können auch skaliert werden. Okay, Tastatur. Okay, eigentlich muss man bei Tastatur, weiß man Bildschirm, denke ich mal auch. RAID. Lass mal RAID lesen. Der RAID-Block enthält drei Festplatten, welche zu einem einzelnen Dateisystem kombiniert werden. Dieses einzelne Dateisystem hat als Kapazität die Summe der einzelnen Kapazitäten.
Das Dateisystem kann mit allen angeschlossenen Computern verwendet werden. Das RAID funktioniert nur, wenn drei Festplatten eingesetzt sind. Sie können sich in ihrer Größe unterscheiden. Eine Festplatte hinzuzufügen oder zu entfernen wird zum kompletten Datenverlust führen, selbst wenn der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt wird. Ein RAID-Block behält beim Zerstören alle enthaltenen Festplatten und kann ohne Datenverlust wieder platziert werden. Okay, auch sehr interessant. Also, Bewegungssensor erlaubt es Computern, Bewegung von Entities zu erkennen. Das ist krass. Und was haben wir hier? Hier haben wir halt nochmal Geräte. Ah, okay. Komponenten, Datenkarte gibt es anscheinend nicht. Das sind anderes Crafting. Warte, was schon ganz unten? Schwebestiefel? Was? Ich will die Sprunghöhen fehlen. Genau, Sprünge sind tot. Ladegerät. Alles klar. Drohne. Werden mit einem Drohnengehäuse gebaut. Okay, lass doch mal gucken. Drohnengehäuse. Wir können ja einfach mal gucken. Drohnengehäuse. Denk mal, das ist das. Und wenn ich das jetzt hier einlege, genau, dann passiert das hier. Was passiert, wenn ich. Was ich hier einweiß, muss ich noch so ein bisschen herausfinden, weil ich mich ja auch nicht so damit auskenne. Aber das ist jedenfalls Open Computer, also komplex auf jeden Fall. Also das ist echt, echt, echt komplex. Ja, also das ist unsere Waffen. Mod, da brauchen wir eigentlich gar nichts zu sagen. Waffen erstellen, damit dann die Magazine, damit die Blöcke. Wofür ist der Framing Table? Das ist auch nochmal so eine Frage. Framing Table Minecraft. So, da steht hier Schubladen, Rahmen und Framing Table. So. Für was? Itten dat. Minecraft Storage Source Wiki Deutsch. Nee. Framing Table Minecraft. Hier steht nur die ganze Zeit dann Lager. Aber das ist. Hä? Alles klar, ich habe eine Mod gedownloadet. Möchte ich mal ganz kurz sagen. Die sehr, sehr viele bei Live in the Woods benutzen. Alles klar, also ich habe hier etwas von, so gesehen von Live in the Woods. Storage Drawers. Ah, das sind nicht die Storage Drawers. Ich will jetzt hier kein Video anmachen, das ist ein bisschen doof. Also, da will ich nochmal gucken. So, das ist halt die Werkbank, womit man halt so andere Sachen herstellen kann. Ja, das hier ist ja auch nochmal sehr interessant. So. Ja, wir löschen da. Okay, passt auf. Wir erstellen jetzt nochmal Oliver. Wir versuchen mal Oliver, also Größe 5. Model. So, und jetzt können wir hier Bart machen. Okay, ach so, okay, es gibt noch nicht mal so viele Werte. Okay,
Warte, wenn ich jetzt den hier nehme, Player Skin.